Hallihallöchen, Leutchen und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu White Day Labyrinth named Joel. Ich bin immer noch Yumika und ja, wir haben in den letzten zwei, drei Folgen, glaube ich, ziemlich viel rumgetan, weil wir nicht gewusst haben, wie es weitergeht, und ich habe jetzt selbst ein bisschen rumgeschaut und habe nicht sehr viel gefunden. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, ich habe jetzt einfach mal in die Lösung reingeguckt, was das Problem denn eigentlich ist, was ich falsch mache. Ich lag tatsächlicherweise schon eigentlich richtig dass ich die Jacke des Sportlehrers gesucht habe. Aber ich bin natürlich dumm. Die Jacke des Sportlehrers liegt natürlich nicht irgendwo im Sportunterricht unten. Die ist natürlich hier im Büro drin. Und die haben wir sogar schon mal angeguckt gehabt. Und das macht es nur ein bisschen peinlicher. Aber auch nur ein bisschen. Okay, das war der Schlüssel, den wir gerade aufgehoben haben. So, also wir haben jetzt den Schlüssel. Bleib bloß weg, du Sau. Okay, Moment, wir gucken mal kurz auf die Map. Okay, jetzt müssen wir ins zweite Stockwerk hoch. Ist ja da draußen gerade? Da ist er draußen. Der ist da draußen, Leute. Okay, kann ich mich unterm... Nee, ich kann mich natürlich nicht unter Bett verstecken. Warum sollte ich das auch machen? Das ist okay. Verstehe ich. Ich darf mich nicht unter Bett verstecken. Ist okay. Aber wenn wir uns hier schon mal verstecken, kann ich euch ja Dinge erklären. Guck mal, hier ist ein neues Mikrofon. Ist von Twast. Ich vertraue Twast. Kauf Twast. Yay. So, jedenfalls... Die im Stream hören mich über das Mikrofon und hier drüben ist das normale Mikrofon. Das bedeutet, ich habe gerade zwei richtig große, dicke Dinger direkt vor meinem Gesicht. Das ist interessant. Eigentlich wollte ich ja mit denen hier aufnehmen auch. Aber das klappt nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Schön, dass ich es mir gekauft habe. Vielleicht ist jetzt wenigstens im Stream der Sound besser. So. Okay, läuft da. Ich hatte jetzt gerade Angst, dass die Aufnahme doch nicht läuft schon wieder. Könntest du vielleicht weggehen? Ich habe in diesem Video noch Dinge zu erledigen. Wichtige Dinge. Oh, was ist denn das für ein Harzlbett? Das ist ja... Ah, dieser Beton hier. Ja, genau. Geh weg. Du bist irgendwo im Nebenraum. Ich weiß. Huch, was haben wir denn da? Können uns dagegen reiben? Kann ich da jetzt rein oder nicht? Nee, okay. Da fällt mir gerade mal irgendwie aus irgendeinem Grund gerade auf. Ich habe heute von White Day geträumt und da war ich in irgendeinen saumäßig langen Gang und habe mich dauerhaft. Hin und her bewegt, so etwa. Weil auf beiden Seiten etwas hätte kommen können. Okay, da hinten ist er, die Sau. Ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt hier drin bleiben? Was passiert dann was? Wir gehen mal lieber unserer Aufgabe nach. So. Stimmt, da war ja was. So, wir sollen jetzt hier irgendwas machen. Das ist, glaube ich, das Stockwerk mit der Kerze, oder? So, und ich habe auch Empfehlungen gesehen. Ich weiß nicht warum. Okay, die sind ja sowieso alle offen, deswegen ist das ja wurscht. Okay, das Ding haben wir. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir damit machen sollen, aber hey, fuck it. Man soll überall Licht anmachen, aber irgendwie. Erscheint mir das nicht so wahrscheinlich schlau, dass ich überall Licht anmache. Das lockt ihn doch an, oder? Also, hier geht's rein. Nö. Betrachte sie als Bild, nicht als Worte. Okay. Whatever. So. Dann mal hier. Eine Optikerlinse mit 1.
Oh, das ist ja noch lange nicht, was ich habe. So, da ist nichts drin. Aber ich bin gerade so froh, es ist ein bisschen kühler. 23 Grad. Naja, auch nur ein bisschen, ja. Die gewohnten 30 Grad sind es dann wohl nicht mehr, aber das ist ja wohl gut gerade. Da bin ich sehr froh, dann kann ich endlich mal wieder aufnehmen. Da ist ja auch nichts drin, ohne mir hier sonst was abzusweten. Und das habe ich ja schon gesehen hier. Man soll den hier machen. Okay. Das Ding ist, ich habe ja in der Lösung schon gesehen, was der Code ist. Aber ich versuche das jetzt trotzdem irgendwie zu lösen, weil ich keine Ahnung habe. Okay. Gehst du weg? Gehst du weg? Moment, ich werde mal nicht gut. Ich bin mir nicht sicher. Wäre aber echt cool von dem Dude, wenn er weggeht. Ich habe hier Dinge zu erledigen. Mal wieder. Ach, das ist doch so eine Schlammsau, der Kerl. Können wir den Typen vielleicht einfach umnieten? Weil komischerweise. Na, egal. Egal, ich irre mich wahrscheinlich aber nur wieder. Haare. Sind wieder so lang. Könntest du weggehen? Ah, das nervt. Das ist echt nervig, wenn der einen die ganze Zeit dann auf der Pelle klebt. Oh, wenn er die Tür öffnet, sind wir am Arsch. Oh, wir sind gegenwärtig am Arsch, wie es aussieht. Huch, war da gerade noch was? Irgendwas konnte ich hier drüben gerade noch öffnen. Irgendwas kann ich hier machen. Unauffällig. Also, der ältere Herr könnte jetzt langsam mal weggehen. Wir haben hier Dinge zu erledigen. Der geht mir echt auf den Sack. Der Kerl geht mir echt auf den Sack. Und hier ist auch noch irgendwie ein Schloss. Das sehe ich jetzt erst. Können wir vielleicht an dem Schloss was machen? Ja, jetzt können wir machen, wenn er wieder auftaucht. Da kommt er sowieso gleich wieder, der Schlawiner, der. So. Dann gucken wir mal. Irgend so ein Königs. Also wir sollen es als Bild sehen, als ganzes Bild. Wie kann ich das als Bild sehen? Also das erste erkenne ich mal gar nicht. Ein T? Ja, mal ein T. Der kommt schon wieder. Hat der irgendwelche Probleme, der Mann? Jetzt ist ja schon wieder da. Der Typ ist einfach nur nervig. An den Typen ist gar nichts gruselig. Überhaupt gar nichts. Der geht einen einfach nur auf den Sack. Der geht einen echt nur auf den Sack. Ich wünsche, ihn könnte ausschalten, weil er auch überhaupt gar keinen Nutzen hat, der Kerl. Ich glaube so langsam, ich vertue mich mit dem Rätsel mit der Tafel und dem Teil hier. Ich kenne irgendeinen Code, aber ich glaube, der Code, wo da drauf ist, ist wahrscheinlich einfach nur für das Teil hier. Da könnte sein, dass ich mich gerade am Vertun bin mit den ganzen Codes hier. Ich weiß auf jeden Fall einen Code und wenn es das Teil nicht ist, dann muss es was mit der Optikerlinse zu tun haben. Mal schauen. Okay, dann gucken wir mal.
Kommt ihr schon wieder zurück, oder was? Der alte Mann hat Probleme. Also das muss man ihm lassen. Okay, gucken wir uns erstmal diesen tanzenden Hip-Hop-Typen hier drüben an. Den tanzenden Hip-Hop-Typen. Okay, da. Das ist die 8. Die 8 und drunter ist noch was. Die 9. So. Moment. Und während das, was wird denn das für ein fetter Code dann? Also das ist 8,9. Hier haben wir PF. PF. Hallo? Ich sehe nichts. Sehe nichts. Ich versuche es jetzt einfach mal mit dem Code, den ich weiß. Vielleicht ist er ja richtig, aber ich bezweifle es, weil er öffnet ja einen anderen Raum, dieser Code. So. Ja, hätte mich gewundert, wenn er funktioniert hätte. Hätte mich gewundert. Ja, nee, ja gut. Also hier ist halt irgendwas, was wir noch rätseln können, aber dieses Rätsel wirft mir schon wieder so unglaublich viele Fragen auf, weil ich gar keine Ahnung habe, was das Rätsel mir jetzt sagen soll. Aber ich glaube, wenn wir dieses Rätsel lösen, bekommen wir nur den Zettel, um den anderen Raum zu öffnen. Aber ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall würde ich mich lieber ein bisschen gruseln, anstatt die ganze Zeit hier rumrätseln zu müssen. Das ist ja auch der Grund, warum ich Horrorspiele am Montag spiele. Beziehungsweise heute am Samstag, weil es am Montag zu warm war. Das ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Also. Ich soll es als Bild sehen. Das stand ja in der Nachricht. Als Bild soll ich es mal anschauen. Vielleicht weiter weg. Jetzt, wo du sagst, ich sehe einen Haufen tanzender Leute. Toll! Das hilft mir jetzt weiter. Ich sehe einen Haufen tanzende Leute. Moment, es sieht so aus, es wird ein Typ von links nach rechts laufen. Und das war's. Also ich sehe nur einen Typ, der von links nach rechts läuft. Ich weiß ja nicht, ob ihr was seht. Was anderes seht, aber ich sehe einfach nur einen Typen, der von links nach rechts läuft. Du das sagst, hier hat er den Einkaufswagen. Hier ist der Einkaufswagen wohl umgefallen. Hier jagt er, keine Ahnung, einen komischen Vogel. Weil es die Königin befohlen hat. Ich habe keine Ahnung, was das für ein komisches Rätsel sein soll. Ich komm, der Typ will mich doch verarschen, oder? Komm, wir bleiben jetzt einfach hier stehen. Und wenn er uns jagt, dann öffnen wir einfach die andere Tür halt einfach, weil. Bringt ja dann auch nichts, aber ich will es eigentlich lösen. Ich will es eigentlich schon lösen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Okay, wir sollen es als Bild ansehen, aber dann sieht man halt nur jemanden, der von links nach rechts geht. Was anderes sehe ich hier drin überhaupt nicht. Hier klebt auch nirgendwo was an den Wänden. Nope. Hier können wir auch nirgendwo was öffnen. Nein. Hier war nirgendwo was drin. Hier waren nur diese Linsen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht irre ich mich auch einfach damit. Das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Gucken wir mal, ist hier vielleicht noch irgendwas drin? Hier kann man aufmachen. Warum? Ah, okay, man kann nicht aufmachen. Okay. Hat mich schon gefreut, weil wir endlich mal so einen komischen Schrank öffnen können. In den vermutlich ein kleiner Geist ist, der uns den Kopf umdrehen will. Aber hey, fuck it.
Hoffen wir mal, dass er jetzt nicht hier ist. So, wir sind schon richtig, oder? Nee, wir müssen nach ganz oben und wir sind nur in der 2. Okay, dann ziehen wir mal ab. Okay, der ist schon wieder da. Ich krieg hier geilen Sausen hier bei dem Typen. Der Typ jetzt da. Ja. Größte. Mann. Wie laut ist das denn plötzlich? Geh ich denn mal weg? Das ist Privatgrund. Ich habe zu tun. Ich habe meine Kontaktlinsen verloren. Geh weg. Oder? Er hat drauf gehört. Also Leute, die ihre Kontaktlinsen verlieren, da muss man Respekt nehmen, ne? Das ist nämlich überhaupt nicht lustig. Ich glaube, der ist ziemlich nah. Ist das Auge gerade größer geworden? Okay. So. Ich habe gerade gar keine richtige Ahnung, was wir jetzt hier. Hey, hey! Was wir jetzt hier machen sollen. Ah, nee, das ist der Stockwerk mit der Kerze. Habe ich mich vertan? Okay, wir sollen auf jeden Fall hier irgendwas machen jetzt. Ich habe keine Ahnung, was. Finden wir wohl noch raus. So, das ist hier wieder dieser Raum mit der Spinne und dem Geist. Okay, kommen wir da rein. Hallo? Irgendjemand da? Bosch ist da. Nix. Na dann. Hier kommen wir auch nicht rein. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich hier in diesem Stockwerk machen soll. Ist immer noch diese creepy Figur. Die Spinne ist ja schon weg, oder? Ja, yep, die ist weg. Der Geist macht natürlich wieder alles aus. Ist hier in der Tafel vielleicht auch irgendwas? Nee. Dann bleibt uns wohl eigentlich nur das Rätsel. Also wir können die Tür zwar jetzt öffnen, aber wir haben das Rätsel halt nie gelöst. Können wir das mit uns vereinbaren, Leute? Wenn wir dieses Rätsel niemals lösen? Ich glaube, der Typ ist ganz unten, oder? Das kommt mir nicht so gut vor jetzt gerade, weil wir müssen, glaube ich, nach ganz unten. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie man das Rätsel hätte lösen können, weil ich bin nicht smart genug dafür. Oh, hallo. Was steht? Was geht denn? Ja genau, verzieh dich. Keiner will dich. Ja, so ist gut. Mach dich vom Acker hier. Es wird immer noch sehr laut. Ich traue mich immer noch nicht so ganz raus.
Oh Gott, oh Gott.